Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Kumquats Waldemar. Und ja, 65 cm groß ist er und was das heißt, das wissen einige von euch. Nämlich die Kumquats Handpuppen sind nämlich dafür berühmt, dass sie natürlich nicht gerade günstig sind. Aber ob diese Kumquats Handpuppe auch ihr Geld wert ist, das möchte ich mit euch heute in dieser Folge Handpuppen unter der Lupe einmal klären. Bespielbar ist das Klappmaul von der Kumquats-Handpuppe. Zudem ist die Zunge bespielbar. Und natürlich sind die rechte Hand und auch die linke Hand von Waldemar bespielbar. Was vielleicht ein kleiner Nachteil ist, dass die Mundbewegungen nicht besonders groß sind. Ihr seht das schon. Ich versuche wirklich, den Mund ganz aufzumachen. Das Weiteste, was wirklich geht, ist so. Das liegt ganz einfach an dem Schnitt der Handpuppe. Es kann zum Nachteil werden, wenn ich vor größerem Publikum spiele und man die Mundbewegung nicht mehr wirklich sieht und dadurch eventuell das Augenmerk auf den Puppenspieler fallen kann. Wenn wir uns die Details der Puppe einmal anschauen, dann fallen die spitzen Ohren auf. Waldemar soll eine Art Troll sein. Des Weiteren ist sehr auffällig die lange Nase. Und das war es eigentlich jetzt so schon an den Merkmalen, die ein Fabelwesen ausmacht. Wenn wir uns jetzt die Kleidung anschauen, dann sehen wir, dass Waldemar einen schönen langen Mantel anhat, den man leider nicht ausziehen kann. Darunter trägt er eine Art, ja, ich nenne es mal Vintage-Hemd. Und er trägt eine blaue samtartige Hose. Strümpfe hat er keine an. Sehr markant sind auch die Schuhe. Das Material hier fühlt sich an wie Velour-Leder. Die Sohlen sind aus einer Art Filz. Das Klappmaul der Handpuppe erreicht die andere Rückseite. Hier kommt man relativ gut rein. Meine Hände haben gut Platz und ich denke auch, dass große Hände dort gut Platz finden können. Der Eingang für die Arme befindet sich auf beiden Seiten, wie das bei den Kumquats und Living Puppets üblich ist und auch bei anderen Herstellern. An dieser Seite, direkt am Ärmel. Die Schuhe sind übrigens nicht ausziehbar. Das Einzige, was an dieser Puppe ausziehbar ist, ist die Hose. Ich finde, diese Hose passt optisch nicht ganz zu dem Troll, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe mir aus dieser Hose ein Schnittmuster gemacht und habe mir dann eine, ja, sag ich mal, naturfarbene Hose geschneidert. Zudem finde ich, dass dieses Oberteil sehr kurz geraten ist. Schade finde ich es auch, dass hier keine Knöpfe oder sowas vorhanden sind. Das hätte man vielleicht auch noch besser machen können. Ansonsten ist mir nachher oder ist mir dann beim Ausziehen der Hose aufgefallen, dass die Nähte nicht gerade sauber verarbeitet wurden. Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Faden da irgendwie zwischendurch ausgegangen sein muss, weil es sieht für mich so aus, als ob in zwei Schritten genäht wurde. Diese Naht ist dann wieder aufgegangen und da kommen wir dann gleich im Prinzip schon fast zu der Übersicht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Handpuppe super sauber verarbeitet, bis halt auf diese Kleinigkeit mit der Hose. Da ist allerdings die Neuigkeit bei der Firma Kumquats, dass ihr 5 Jahre Garantie habt auf offene Nähte.
Das heißt, wenn so ein Fall eintritt, schreibt er die Firma an, schildert die Sachlage, fügt am besten vielleicht noch ein Foto bei und dann könnte diese Puppe, nachdem ihr eine Rückmeldung von dem bekommen habt, ganz einfach zurückschicken. Die nähen euch das zu und dann bekommt ihr die Puppe zurück. Das ist eine tolle Sache, wenn man bedenkt, dass diese Puppe immerhin fast 140 Euro kostet und damit wären wir gleich beim Preis. 140 Euro ist sehr viel Geld für eine Handpuppe. Wenn man sowas natürlich dann beruflich einsetzt, also richtig Geld damit verdient und nicht gerade vielleicht als Erzieher im Kindergarten arbeitet, dann ist es natürlich was anderes. Die Materialien, die allerdings hier auch verwendet werden, sind nochmal hochwertiger als die anderer Hersteller. Und das muss man einfach sagen. Die haben einen wunderbaren Griff. Die Haare sind wunderbar. Die fühlen sich sehr gut an, sind wirklich sehr weich. Und ich bin ein bisschen verliebt in diese Handpuppe. Also, wo ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, die muss ich haben. Das war jetzt. Ja, es hat 2 Jahre gedauert, bis ich mir die gekauft habe und jetzt ist sie endlich in meinem Besitz. Das Schöne ist auch noch, dass man bei der Firma Kumquats, wenn man sie im Kumquats-Shop kauft, eine Adoptionsurkunde ausfüllen kann und kann der Puppe gleich den eigenen Namen geben. Bei mir heißt sie natürlich nicht Waldemar, ich habe sie Ivanka getauft und ja, was auch noch mit beikommt bei dem Kauf auf der Website ist eine Spielanleitung, was ich ganz toll fand, und eine Pflegeanleitung auch. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich nichts zu meckern, muss ich sagen. Bis auf das mir persönlich, wie gesagt, diese Hose nicht gefallen hat. Preislich, habe ich schon erwähnt, sind 140 Euro, fast 140 Euro. Die Größe sollte 65 cm betragen. Ich habe nochmal genau nachgemessen, wie ihr mich halt kennt. Bei mir ist die Handpuppe 68 cm groß und zwar gemessen unten vom Fersenansatz bis hin zur Spitze der Ohren. Also, wenn ich bis hier messen würde, dann würde ich garantiert bestimmt auf 65, 65,5 kommen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Report gefallen von dem Kumquats-Troll Waldemar. Ich würde mich wie immer freuen über einen Daumen hoch. Natürlich freue ich mich, oder beziehungsweise Tanja und ich würden sich freuen, wenn ihr unsere Facebook-Seite besucht, Vorsicht Living Puppet, oder natürlich auch unsere Website www.vorsicht-puppe.de. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, euer Hannes.